Tag, YouTube, Internet, Leute, egal, wer auch immer zuschaut. Heute ist Montag. Montag? Ja, Montag, der 14. September. Ich war ganz schön vlogfaul und geht's noch nicht weiter. Kann so nicht weitergehen. Finde ich nicht gut. Hab mir vorgenommen, das muss ich ändern. Ich will das ändern, weil ich muss es ja nicht, aber ich will. Möchte gern. Mir steht der eigene Anspruch im Weg. Man will immer alles so perfekt machen. Und gerade was Video anbetrifft, ich will da 1080p haben, ich möchte liebsten 60 Frames per Second haben. Ich möchte mit einer vernünftigen Kamera aufnehmen, nicht nur mit dem Handy hier. Allerdings ist meine 7D, die ich habe, zum Beispiel, die ist mir echt zu schwer, um das so hier am langen Arm zu halten. Zumal die dann immer keinen Autofokus hat, was irgendwie schlecht wäre. Mit der GoPro nimmt sich ganz gut auf. Audioqualität ist allerdings mies. Kann man schon sagen. Also bleibt das Handy nur. Ich hätte gerne so eine Canon G7X, habe ich ja schon mal erzählt. Aber die kostet halt fast 500 Euro. Das ist mir echt zu fett. Gestern in so einem Anflug von, ich brauche eine Kamera, habe ich mir angeguckt, ja, so eine Canon SR120. Die war ja eigentlich auch ganz nett und hat eine einigermaßen entsprechende gute Qualität, finde ich. Aber selbst das kleine Scheißding kostet irgendwie fast 300 Euro. Auch das mir zu fett. Habe ich gerade nicht. Nicht für so ein Spielzeug. Also muss ich mir was überlegen. Und wie gesagt, der eigene Anspruch ist dann im Weg, weil man will irgendwie perfekt haben, wie ihr sagt, möchte richtig gute Audioqualität haben, man möchte eine gute Videoqualität haben und das alles soll super sein, weil man ja sonst in seinen Arbeiten, die man so macht, doch super hat. Aber über das ganze Nachdenken und ärgern, dass man das halt nicht kann, vergisst man dann halt das machen. Das ist doof. Also bei der 1080p bleibe ich, also unter dem geht nichts, nur im Notfall. Und dann werde ich erklären, warum. Ja, ansonsten nehme ich halt das scheiß Handy und nehme damit das Video aus. Und schneide ich später in Final Cut oder auf mein Handy, je nachdem. Ich nummeriere das jetzt durch. Vlog Nummer, ne, hast du nicht gesehen, wo wir jetzt sind? Weiß ich nicht, muss ich nochmal durchzählen, was ich schon gemacht habe. Und dann ist es so. Und ich nehme auf mit der Kamera, die gerade zur Hand habe. Obwohl das mit dem GoPro zum Beispiel ein bisschen unhandlich ist. Wie gesagt, die Audioqualität finde ich echt mies bei der GoPro. Wenn ich die GoPro anschließe an meinem Rechner, iMac 5K Retina, dann gibt es da Probleme mit dem Import. Dann ist das Beste, je nachdem, was du da aufgenommen hast, ob du einen Zeitraffer aufgenommen hast oder sonst was, musst du auf alle Fälle vorher diese GoPro Studio Software nehmen, dann macht sich das irgendwie besser beim Bearbeiten gleich. Dann das alles nochmal in Final Cut. Das ist mir zu umständlich. Ja, und dann nehme ich halt auf mit der Kamera, die gerade zur Verfügung habe. Das wird meistens das Handy sein. Was eigentlich ein bisschen doof ist, weil dann hat man das Handy nicht zur Verfügung, um zu snapchatten, um zu beamen, um zu Instagram, um sonst was zu machen, um zu twittern. Ich würde schon ganz gerne mal so einen Outtake mit reinschmeißen, ne? Also wie die Kamera vor mir halte und dann das Handy halt ein Video mache und die Kamera zeige oder was gerade so hinter mir passiert. Nicht hinter mir, hinter der Kamera. Was hinter mir passiert, seht ihr ja. Verrückter Hund. Ja, außerdem werde ich heute noch ein Feature-Video aufnehmen, hier so ein Kanalvideo. Heißt das Feature-Video? Heißt Kanalvideo, oder? Ja, wo ich kurz erzählen werde, wer ich bin und so. Für so Neuankömmlinge oder so. Das macht man vielleicht so, weiß ich nicht. Ansonsten ist das Vloggen eigentlich ein bisschen schwer, weil ich habe nur eine begrenzte Menge an Stunden. Wie ist es? Ach, ist irgendwie schwer heute mit dem Reden. Also ich habe nur eine begrenzte Zeit zur Verfügung zum Vloggen. Weil mindestens 10 Stunden an 5 Tagen der Woche bin ich halt mit meinem Job beschäftigt, den ich ausüben muss, um meine Rechnung zu bezahlen und so. Und da kann ich nicht vloggen. Also da kann ich die Kamera nicht wirklich mitnehmen. Da habe ich zwar schon ab und zu mal mit aufgenommen, ist aber halt irgendwie doof. Erstens muss ich mich auf meine Arbeit konzentrieren. Zweitens wollen die anderen Leute, die da sind, mit denen ich zusammenarbeite und so nicht unbedingt in einem Video im Internet landen, weil ich verstehen kann, was okay ist. Wobei ich nie irgendwas reinstellen würde, was irgendjemanden bloßstellt oder schlecht aussehen lässt oder wie auch immer. Also da kann sich eigentlich jeder drauf verlassen, mit dem ich hier irgendwie in einem Video auftauche und den ich hier irgendwie auf der Kamera aus Versehen oder bewusst aufnehme. Aber okay, wer das nicht will, der will das halt nicht. Und das ist ja eben selbst überlassen. Und das muss ich halt auch akzeptieren und tolerieren. Und so gerne ich da öfter die Kamera hinstellen würde und halt mich aufnehmen würde, ne? so ein Zeitraffer, wie ich da gerade koche oder wie auch immer, weil das halt sich gut machen würde im Vlog und witzig aussehen würde und so, aber das kann ich halt nicht machen. Sieht halt auch für die Gäste blöd aus, wenn irgendwie der Koch den ganzen Tag mit seiner Kamera noch rumhantiert und so, ne? Das ist ja, ist also nicht so schön. Geht nicht. Also habe ich nur noch den Vormittag. Da mache ich an diesen Tagen nicht so viel. Da gehe ich mit dem Hund Gassi. Wenn ich einen guten Tag habe, gehe ich morgens noch laufen. Zwischendurch hier so
so ein paar Sachen am Computer, Mail checken und das Übliche und ja, duschen und dann ist der Vormittag schon rum und dann muss ich zur Arbeit. Wenn ich von der Arbeit komme, ist der Tag schon fast um. Ist nicht so viel Zeit zum Vloggen und vor allen Dingen passiert nicht so viel, weil ich vloggen kann. Ja, und beim Joggen will ich die Kamera halt auch nicht immer mitnehmen. Erstens bin ich froh, wenn ich beim Joggen nicht so viel rumschleppen muss und ich glaube, ihr wollt nicht sehen, wollt nicht jeden Tag ein Video haben. Jeden Tag, okay, jeden Tag jogge ich gar nicht, aber ihr wollt nicht immer ein Video haben, wo zu sehen ist, wie ich von A nach B laufe und von B wieder zurück nach A. Das ist ja auf Dauer auch nicht gerade spannend. Wo ist der Stock? Da ist der Stock. Na komm. Na los, wo ist der Stock? Ja, super. Verrückter Hund. Also Joggen, Joggvideos. Videos vom Joggen. Das ist irgendwie heute wirklich schon im Reden. Ich weiß nicht warum. Videos vom Joggen sind halt auch nicht so spannend. Vielleicht hast du wenig geschlafen. Gestern irgendwie um 1 erst ins Bett gegangen. Was spät ist, normalerweise nicht, aber was spät ist, wenn ich nächsten Tag joggen gehen will. Aber wir haben gestern noch die neue Karte durchgesprochen oder angefangen, über die neue Karte zu reden, über demnächst dann im Restaurant fahren und ja, gehen ein bisschen länger. Ja, dann bin ich heute Morgen um 5 aufgestanden. Nee, halt um 5 habe ich mir den ersten Wecker gestellt. Bin dann aber um 10 nach oder Viertel nach erst aufgestanden und dann eine Runde mit dem Hund und dann bin ich joggen gegangen. Dann habe ich Fotos gemacht vom Sonnenaufgang. Ich bin bis zur Grenze wieder gelaufen, was ich schon angenehm her gemacht habe und wieder zurück. Das sind so 6,7 Kilometer gewesen. Könnt ihr in den sozialen Netzwerken nochmal nachgucken. Ist auch hier verlinkt unten unter dem Video. Also die sozialen Netzwerke oder später in am Ende des Videos und jedenfalls habe ich aber diese 6,7 Kilometer nicht am Stück runtergerissen, dann habe auf der Hälfte an der polnischen Grenze oder an der Grenze zu Polen dann eine kurze Pause gemacht, um da dann Fotos vom Sonnenaufgang zu machen, weil das zeitlich gerade gepasst hat. Der Sonnenaufgang war jetzt nicht sonderlich spannend oder schön, aber okay. Also Sonnenaufgang hat der immer was. Ich finde der Sonnenaufgang auch viel schöner als Sonnenuntergang. Ja, aber diese Pause, die ich gemacht habe, um die Bilder zu machen, war um viel zu lang, glaube ich. Also danach wieder in Tritt zu kommen, war erstmal schwer, dann ging es aber. Achso, und ich hatte das große Handy hier, was ich mir gerade aufnehme, das iPhone 6 Plus am Arm, weil ich schon lange nicht, weil ich noch gar nicht beim Laufen bei hatte. Weil mir zu groß ist im Laufen. Aber ich habe ein neues Gadget. Das werde ich euch dann wahrscheinlich mal im nächsten Video oder in einem der nächsten Videos zeigen. Ein Quadlock. So hieß es, glaube ich, ja. Und damit kann man ein Telefon am Arm befestigen und dann laufen. Ich hatte von Rantastic diese Tasche, wo man das Handy reinpacken kann, aber da passte das 6 Plus nicht rein. Dann habe ich mir ein... das erzähle ich anderen, das erzähle ich im nächsten Video dann. Und komm! Außerdem will ich, denke ich mal, werde ich, weiß ich noch nicht genau, aber warum meinte ich nicht, werde ich die Vlogs wieder auf teamer.com einbinden. Ich finde es schade, dass die momentan so brach liegt. Und ja, so viele Gadgets habe ich nicht, dass ich da immer über ein Gadget schreiben könnte und so. Und mir wird ja auch nichts zugeschickt von Firmen, so Sponsorware. Nee, ich drauf geschissen. Aber warum nicht, ne? Also ich finde, kann da ruhig mit drauf. Wie gesagt, ist schade, dass es so brach liegt. Und ja, es ist meine allererste URL, die ich irgendwie erworben habe. Und irgendwie liegt mir die Webseite ja doch am Herzen. Auch wenn es momentan nicht so aussehen mag, vielleicht. Und hey, mein Leben, meine Webseite ist die einzige Erklärung, die irgendjemand schuldig bin. Und den nicht gefällt, guckt den nicht an. Packet. So halte ich es auch mit dem Vlog. Ich mache das Ding so, wie ich will. Und wenn es dir nicht gefällt, musst du nicht gucken. Und wenn es dir gefällt, mach bitte hier so ein Thumbs up unten unter YouTube oder noch besser kommentier und teile die Message. Nee, aber würde mich freuen. Ihr könnt natürlich auch hier irgendwie total hip und ganz schnell sprechen und damit du mir überhaupt folgen kannst. Kann ich nicht. Merkst du, könnte ich vielleicht, aber kann ich nicht. Können die YouTube-Stars von heute machen, wenn es ihnen gefällt. Oder machen lassen, sagen wir mal so. Wenigstens schneiden die einfach selber von dem. Wenn das ist, was die YouTuber sehen wollen, dann werde ich nie viele Abonnenten haben, aber
Ja, ist es halt so, mir egal. Ich mache das ja auch Spaß. Auf jeden Fall werde ich, nachdem ich meine Suppe gekocht habe und die gegessen habe, einen Mittagsschlaf machen heute. Da freue ich mich schon wieder eine ganze Woche drauf. Das wird, ja, ich hoffe, ich kann dann schlafen. Aber das werde ich machen. Ja, so, gut. Dann werde ich jetzt mit dem Hund nach Hause Suppengrün kaufen, Käffchen machen, Suppe kochen. In der Reihenfolge. Achso, ja, siehst du, apropos Kochen. Ich nehme das näher auf. Vielleicht streue ich ab und zu mal so ein paar Kochvideos ein. Würde ich auch ganz cool finden, eigentlich. Oder? Was meint ihr? Schreibt mir mal. Wollt ihr Kochvideos sehen? Also nicht nur und nicht ständig, aber ab und zu mal. Wenn ich frei habe, also ein- oder zweimal die Woche. Öfter nicht. Und dann wird natürlich immer vegetarisch sein oder vielleicht sogar vegan. Übrigens ist es auch so, dass ich die letzten Tage nichts aufgenommen habe. Doch die letzten Tage nichts aufgenommen, aber vor einer Woche oder so habe ich eigentlich ganz viel aufgenommen. Da hätte ich eigentlich noch einen Vlog veröffentlichen können vom 1.9. und vom 2.9. sogar. Eigentlich die Muße gefunden, mich daran zu setzen, zu schneiden. Immer wieder das Problem, dass ein Teil auf der GoPro aufgenommen war und irgendwie, das muss ich auch nochmal in einem Video zeigen, denke ich mal. Naja, ich habe nicht die Muße gefunden, mich daran zu setzen. Da habe ich auch ganz viel, gerade am 1.9. bin ich zurückgefahren von meinen Eltern hier auf die Insel. Und wenn ich Auto fahre, rege ich mich sehr viel auf, unnötig oft, ja. Könnte auch ruhig bleiben und die anderen machen lassen. Aber manche stellen sich auch wirklich so dumm an beim Autofahren, dass man sich nur aufregen kann. Und zum einen war das da auch so, dass ich von einem Fahrzeug zweimal wirklich, nee, es wirklich sehr knapp war, dass der mich von der Straße gedrängt hätte. Weil er mit seinem großen Transporter mit Vollschub mehrere Autos überholen wollte und dann feststellte, nachdem er am ersten Auto, nämlich mir, vorbei war, dass er doch nicht schafft und sich in Lücken zwängen muss, wo vielleicht gerade noch ein Fahrrad reingepasst hatte. Und naja, vielleicht gucke ich nochmal, ob ich da so ein Videomaterial habe und schneide hier mit rein, dann könnt ihr mich nochmal gucken. Aber so im Nachhinein betrachtet, mit so ein paar Tagen Abstand, will ich das eigentlich auch gar nicht mehr zeigen. Dann denkt mir, ach, Beste, komm, lass dich so aufgeregt. Was soll das? Das ist eigentlich unnötig gewesen. War halt ein Idiot, ist ja zum Glück alles nochmal gut gegangen und naja. Gut, hier noch gelabert erstmal. Cookie, komm, wir gehen nach Hause. Nein, im Hause. Soll ich dich hochheben? Ja, soll ich dich hochheben? Ja, das magst du, ne? Das magst du, ja. Yeah. Aber das machen wir nicht so oft. Und dann hau ich mal den Biss am Stock und du bist doch wieder unten. Los, gut. Komm, komm. Thank you.